Zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren steht der HSV im DFB-Pokal-Viertelfinale nach 2017, jetzt auch 2019 nach dem 1-0-Sieg gegen den Bundesligisten 1. FC Nürnberg, Tor des Tages Berkay Özcan. 20:1 Torschüsse hieß es am Ende. War Nürnberg so schwach? War der HSV so gut? Was sagst du, Kai? Also am Ende würde ich sagen, muss sich der HSV extrem ärgern, weil der einste Torschuss sozusagen der Nürnberger in der 92. Minute fiel und abgefälscht, abgeblockt wurde und auch eigentlich keine Gefahr ausstrahlte. Aber ich hätte mich sehr über 20:0 Torschüsse gefreut. Aber Spaß beiseite. Ich würde sagen, der HSV war tatsächlich sehr, sehr gut heute und Nürnberg war brutal schwach. Das muss man auch sagen. Gab es aus deiner Sicht überhaupt irgendwas zu kritisieren heute? Außerdem einem Torschuss für Nürnberg fällt mir nur ein, dass der HSV das Spiel durchaus früher entscheiden hätte können und auch müssen. Dann hätte man gar nicht zittern müssen, aber eigentlich musste man nicht zittern. Also zu kritisieren gab es da so gut wie gar nichts, würde ich sagen. Tor des Tages durch Berkay Özcan in seinem ersten Spiel von Anfang an hier im Volkspark. Wie hat er dir gefallen? Wie hast du das Tor gesehen? Er hat auch extrem Lust auf mehr gemacht, würde ich sagen. Man muss halt bedenken, dass eine Reihe von wichtigen Leistungsträgern gefehlt haben. Aaron Hunt, für den hat Özcan gespielt. Lasogga hat natürlich gefehlt. Hishan Huang hat gefehlt. Und dann musste auch noch Mangala ausgewechselt werden. Und Özcan hat aus meiner Sicht die Rolle von Hunt extrem gut übernommen und hat wirklich auch noch neben seinem Tor ein wirklich gutes Spiel gemacht. Also von dem möchte ich gerne mehr sehen in den nächsten Wochen. Es gab vor dem Spiel so ein bisschen die Diskussion, ob der HSV nach der Niederlage in Bielefeld in der Breite des Kaders gut genug besetzt ist. Hat das Spiel heute gezeigt, dass auch die zweite Reihe sehr gut funktionieren kann? Ja, das ist schwierig zu beantworten, ehrlicherweise, weil so wie man Bielefeld nicht als Maßstab nehmen kann, weil das war ein komisches Fußballspiel, nach 10 Minuten eine rote Karte und dann ist es einfach ein anderes Spiel. Da konnte man nach dem Spiel nicht sagen, Edge-Badge, man hat es ja immer gewusst, der HSV kann das nicht verkraften, wenn er sauber nicht spielt. Genauso wenig kann man jetzt sagen, weil sie Nürnberg geschlagen haben. Diese Mannschaft ist die Überfliegermannschaft Deutschlands im Moment und wird jetzt auch die nächsten Gegner an die Wand spielen. Also das wird schon, die Jungs werden schon fehlen, also Hunt und Lasogga, und sind ja aber Gott sei Dank nicht schwer verletzt. Und solange sie keine Schwerverletzten haben und bekommen, denke ich schon, dass der HSV einen Kader hat, der da am Ende des Tages auch aufsteigen wird. Sportlich natürlich jetzt eine spannende Aufgabe mit dem Viertelfinale im DFB-Pokal, aber vor allem auch finanziell natürlich eine wichtige Geschichte heute für den HSV. Was bedeutet dieser Einzug ins Viertelfinale aus finanzieller Sicht für den HSV? Ja, also die nackten Zahlen klingen schon mal ganz gut. 1,3 Millionen und ein paar Zerquetschte bekommen sie jetzt im Viertelfinale vom DFB. Dazu kommen noch Zuschauereinnahmen. Hoffentlich ein Heimspiel mit hoffentlich einem A, machbaren Gegner und B, aber auch ein attraktiver Gegner, sodass dann vielleicht wieder mehr als 50.000 kommen. Also der HSV hat 2 Runden kalkuliert, jetzt sind sie im Viertelfinale. Also diese Zusatzeinnahmen, die werden dem HSV wirklich sehr, sehr gut tun. Luis Holtby ist ja in der Regel immer sehr euphorisiert nach Siegen. Er hat gesagt, im DFB-Pokal ist alles möglich. Man darf ein bisschen träumen, solange man noch im Wettbewerb ist. Was traust du dem HSV im Pokal noch zu? Natürlich kann man träumen. Also jetzt sind sie im Viertelfinale. Das sind 2 Spiele bis Berlin. Es gibt ein paar Gegner, die auch durchaus machbar wären. Natürlich darf man da träumen. Kann auch sein, dass sie in der nächsten Runde in München 0-8 verlieren und ausscheiden. Hoffe ich nicht, glaube ich nicht. Und ich träume dann in der nächsten Runde von Kiel als Heimspiel und das Halbfinalgegner wäre mir egal und dann von Berlin. Warum nicht? Die Auslosung findet am Sonntag statt in der ARD-Sportschau und wir hoffen, dass wir uns dann in einem möglichen Viertelfinale vielleicht hier in Hamburg wieder melden können. Schönen Abend.